Ja, am 15. Mai, da fliegen wir nach Amerika. Weil wir dort Musik machen wollen und uns dort den Leuten zeigen und neue Leute kennenlernen wollen, Kontakte knüpfen, bisschen was für unser eigenes Ich machen, für die Band machen und einfach allgemein reifer und besser, größer werden. Also USA hat definitiv eine musikgeschichtliche Relevanz und von der Musikszene her und so weiter und so fort. Deswegen, also wenn man es wirklich ernst meint, sollte man da gewesen sein. Das ist so eine Art Pilgerfahrt. Es gibt aber auch Leute, die sagen, ja und, was wollt ihr da? Was wollt ihr in Amerika? Dort, meint er nett, es gibt doch tausend andere Bands. Ist ja scheißegal, aus welchem Land du kommst, mit welchem Kontinent. Wenn du Musik machst, dann kannst du mit jedem spielen und dich mit jedem verständigen. Und Spaß haben und Höhen und Tiefen durchleben. Stimmungen. Die Band macht hauptsächlich das aus, dass wir drei grundverschiedene Charaktere, Menschen sind mit grundverschiedenen Einflüssen, Weltansichten und auch Ideen teilweise und trotzdem in einer Sache vereint sind und das ist die Musik. Natürlich, du musst dahinter stehen, du musst durchziehen, du musst viel arbeiten und dranbleiben an der ganzen Sache. Und dann geht es. Können wir zeigen. Sorry, deshalb auch der Punkt vorhin von wegen, ob der Weg vorgegeben ist oder nicht. Eben nicht. Du kannst deinen eigenen Weg selbst kreieren. Das, was wir eben gerade machen. Es geht ja bei aller ganzen Sachen nur um eine Sache. Um Musik. Ja. Mir klar hast du immer, vor allem jetzt bei dem Weg, den wir gehen, nämlich Musik machen und uns auf die Musik fixieren und nicht jetzt, sag ich mal, nach dem Abi in dem BWL-Studium machen. Dir wird nicht immer mit Verständnis entgegnet, sag ich mal. Die meisten Leute, wenn du denen erzählst, ich mach Musik. Ja, okay, gut, du machst Musik, aber mit was verdienst du jetzt dein Geld? Ja, es kann schwer sein, manchmal auf so Gespräche dann noch Antworten zu finden, die nicht heißen. Ja. Ich mache beruflich Musik, ich mache Hobby Musik, bla 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 bla. Ich unterrichte Musik und ich habe natürlich auch ein paar Schüler, die. Die Musik machen, die in der Band sind. Und auch jetzt er zum Beispiel. Ich hätte es natürlich immer sau cool gefunden, wenn mein Lehrer ich kann jetzt die nächsten zwei Wochen, ich bin jetzt mal in den USA. Was macht ihr da? Oh, ihr geht mit eurer Band. Das wäre immer cool gewesen für mich als 14, 15, 16-Jähriger, das als Vorbild zu haben. Du kannst dich mit deinen Leuten treffen, ihr könnt zusammen Musik machen, ihr könnt eine Band sein, ihr könnt Leute begeistern mit dem, was ihr macht. Und das für euch selbst als Ventil nutzen. Zusammen mit anderen. Zusammen mit anderen. Das ist ja noch viel geiler, das zu teilen. Ja. Make some lamb together. Richtig. Make some lamb jetzt nicht unbedingt heißt, hey, mach mal einfach total laut Musik, jeder wie er will. Sondern macht mal was. Make some lamb, macht mal auf euch aufmerksam. Und das versuchen wir jetzt gerade mal. Probieren wir aus. Indem wir in die USA gehen. Was ziemlich krass ist, was teuer ist, was viel Arbeit ist, was viel Vorbereitung ist, bla 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 bla. Aber wir machen es und das ist unser Lärm jetzt gerade einfach. Ich weiß, dass es richtig ist und ich mache das. Schon soweit ich zurückdenken kann, mache ich Musik. Und es war für mich immer klar, ich will Musik machen. Und als ich noch zur Schule gegangen bin, dann war immer an der ersten Stelle Musik, zweite Stelle war die Schule. Deswegen habe ich ein scheiß Abitur. Aber das ist mir noch egal. Ja, ich will Musik machen, ich wollte es immer und ich werde es machen. Alle Songs auf dem neuen Album sind von der Band geschrieben worden und in den Proben entstanden durch das Zusammenspiel. Das macht auf jeden Fall Sinn und klingt auch natürlich noch geiler, wenn es auf Band aufgenommen wird und dann vielleicht nachträglich digitalisiert. Natürlich hat sich die Songs weiterentwickelt und der Sound weiterentwickelt. Das ist einerseits manchmal straighter. Der Refrain ist mal auch von mir zum Schlagzeug einfach mal Achtel, Uff, Uff, Tag und nicht immer die ganze Zeit nur so rumgefuddelt. Das ist aber auch andererseits mehr wieder ein Blick zurück. Bei FDTD, ein Blick zurück, ganz früher, wie war es da eigentlich und auch vom Sound her ein bisschen so in die Richtung. Dann aber auch wieder, also es kommt eigentlich alles wieder vor, was wir eigentlich haben, aber wieder auf einer nächsten Ebene. Aber wie heißt das?
this darkness of my room. Tell me all the things we'll never do. Make me feel as you would mean way. Come and break my heart so I can say we were in love. See, there could be a chance for us. Say we'll be one and I will be a home. You don't listen to me at all. But what the fuck did I do wrong? I'll never ever be your one. You're killing me. You're killing me so consciously. Kommt mit uns nach Amerika, folgt uns auf Twitter, Facebook und auf 61inch.com. Wir zählen auf euch. Mix und Lärm.